Hallo ihr Lieben, heute seht ihr ja schon, was es gibt. Ich mache Teelichtkarten. Ich muss mal aufpassen, dass ich nicht Teelichtkerzen sage. Ich wollte erst ein richtiges Teelicht machen und dann dachte ich mir, warum nicht als Karte? Dann kann man es auch gleich viel besser verschicken. Angefangen habe ich mit Cardstock, der ist in dem Fall von Falbkarten. In Grau und Türkis. Aber Weiß ist auch wunderschön. So war meine Probekarte, aber die wollte ich nicht zeigen, weil die doch nicht so gelungen war. Das habe ich mir in der Länge halbiert, also einfach A4 halbiert. Und dann habe ich mir ungefähr 3 Drittel abgezeichnet. Also A4 ist ja knapp 30, habe ich ungefähr 10. Es kommt ja jetzt auf den Millimeter nicht an. Könnt ihr euch aber gerne auch ganz exakt ausrechnen. Dann habe ich vorgefalzt. Und habe, das habe ich bei der ersten Karte vergessen, aber habe noch so eine kleine, da sieht man es, kleine Kante, einfach auch Pi mal Daumen gefalzt. Das muss tatsächlich mehrmals mit den Falzbeinen nachgefalzt werden. Das habe ich auch ganz am Schluss nochmal gemacht, weil jetzt sieht man, die steht noch nicht so richtig von alleine. Aber das könnt ihr dann am Ende noch, jetzt geht's, aber immer mal nachfalzen. Dann habe ich mir kleine Fenster gestanzt. Da habe ich auch 4 unterschiedliche Varianten gemacht. Müsst einfach gucken, was ihr für Stanzen da habt. Und dann habe ich quasi schon 4 Rohlinge fertig. Und zeige euch jetzt nach und nach, wie ich die Fenster sozusagen gefüllt habe. Ich habe mir Vellum zurechtgeschnitten, natürlich nicht richtig super zurecht, sondern erstmal nur auch A4 in 4 Teile geteilt. Und dann habe ich mir von Create a Smile die Cool Buddies genommen, damit fange ich jetzt auch gerade an. Dazu noch schöne Bescherung und die Smiling Snowflakes, die es leider nicht mehr gibt. Das tut mir jetzt sehr leid für euch, dass ihr jetzt ein Video seht mit diesen wunderschönen Schneeflocken und sie nicht kaufen könnt. Ich bin sehr froh, dass ich die habe. Ich habe die so lieb. Ich habe ja dann vor Jahren auch mal das Gesicht rausgeschnitten und naja. Also, hier der kleine Schneemann, mein Lieblingsschneemann. Und einfach weiß embossen. Vorher natürlich einpudern, damit es mit dem Embossen schön funktioniert, aber das wisst ihr ja alles. Wenn nicht, müsst ihr euch nochmal Embossing-Videos angucken. Dann ein paar Schneeflocken und aus dem schöne Bescherungsset diese kleinen Sternchen und dieses wunderschöne Weihnachtszeit. Dann habe ich mir die erste Karte geschnappt und das angelegt. Sicherlich kann man das wahrscheinlich auch einfach vorher exakt ausmessen. Ich bin halt ein bisschen chaotisch, ne? Und das habe ich mir jetzt angezeichnet, welchen Ausschnitt ich von der Karte am liebsten hätte. Und dann habe ich das auch beschnitten und einfach eingeklebt. Mein erster Versuch war auch mit Flüssigklebstoff, den zeige ich euch am Schluss. Ist nicht so schön. Und dann habe ich diesen Kleberoller genommen. Dadurch, dass, bei Transparentpapier ist ja immer schwierig, aber dadurch, dass man die Klebestelle ja nicht sieht in dem Fall, kann man auch nehmen, was man will eigentlich. Und dann noch 5 Mal drüber nachdenken, dass es auch nachher ja richtig rum dran klebt. Bin ich ja erstaunt, dass ich nicht eine von den 4 Karten mindestens versemmelt habe. Kenne ich gar nicht von mir. Ja, na gut, eine habe ich doch ein bisschen, naja, das ist ja später. So, einfach aufkleben, festdrücken, so die ganzen kleinen Wellen noch wegstreichen. Und tada! Ganz einfach und simpel. Da kann man sicherlich noch viel Klimbim und Pailletten und alles mögliche aufkleben und vielleicht noch Rahmen drauf machen, buntes Papier, keine Ahnung. Ich wollte es heute ganz schlicht machen, dann kann ich euch auch 4 Karten zeigen. Das ist jetzt schon die zweite mit dem zweiten Schneemann von den Cool Buddies und dazu wieder die Sternchen. Und dann habe ich geguckt, dass genau der Schriftzug auch in dem Herz drin ist. Deswegen ist das Papier auch unten ein kleines bisschen knapp, aber es hat gerade noch so gereicht. Und der schönste Effekt ist ja immer dann das Umdrehen. Das seht ihr gleich, sobald ich fertig bin, hier mit Streicheln. Tada. Ach, ist das schön. Ich habe mich selbst die ganze Zeit wahnsinnig darauf gefreut, die Teelichter reinzustellen. So, hier nochmal der süße Schneemann, der ein paar Schneebälle hin und her wirft und schön jongliert. So wie bei uns auf dem Weg zur Arbeit habe ich immer so eine Straßenecke, wo man Leute mit Messern jonglieren und alles Mögliche. Könnte ich den Schneemann auch mal hinschicken. Ja, also wieder aufkleben, einfach auf der Rückseite. Und tada, da sieht man, wo mein linker Finger ist. Habe ich so ein bisschen geditscht. Keine Ahnung, wann mir das passiert ist. Naja. So, und das ist die letzte. Nur mit den Schneeflocken, die es ja, wie gesagt, leider nicht mehr gibt. Und das war's auch schon. Jetzt gibt's das schöne Finale mit Teelichtern, die ich ja für das Video alles schon angemacht habe, damit das Fummeln nicht noch länger braucht. Aber ich muss jetzt schon auch abwarten, bis ich die alle reingestellt habe. Das ist, also was ich nochmal ganz deutlich sagen möchte, nehmt keine echte Teelichter. Das sollte ja wohl klar sein, aber falls doch nicht, bitte irgendein LED-Licht. Es gibt die ja auch so schön in Flackern. Ich glaube, die habe ich jetzt tatsächlich von Ikea. Kostet ja nicht viel. Und ja, ich dachte, sowas sieht vielleicht auch auf dem Marktstand ganz schön aus, oder? Wenn man dann so eine Karte zu stehen hat. Licht aus und tada. Ja, dann viel Spaß beim Nachmachen. Vielen Dank fürs Zugucken. Und habt eine schöne, naja, Weihnachten noch nicht, aber eine schöne dunkle Jahreszeit. Lasst euch nicht deprimieren. Macht's gut.
Wann kommt denn die Musik? Jetzt. Tschüss.